Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Und heute geht's rein mit einem Evo 9 auf den Red Bull Ring. Eine 47,9 ist die Zielzeit für 2 Mio Credits. Der liebe Jeddah Racing, über den letztens jemand in den Kommentaren auch interessante Stats gepostet hat, ist auf P1. Das ist ziemlich beeindruckend, die Zeit, die er mal wieder gefahren ist. Wir schauen mal, wie es läuft. Also, ein weiteres Time Trial Event, weitere 2 Millionen, die hier im Raum stehen, und ein neues Automobil, das beim Anbremsen recht unruhig zu sein scheint. Aber ansonsten auch eine Strecke, die ich ganz gut kenne, wo aber auch die Track Limits in GT7 recht speziell sind. Insofern gucken wir mal, wie es hier genau ausschaut. Konnten auf jeden Fall deutlich nach 150 Meter gerade bremsen. Ja, hier ungefähr bei 150 Meter. Wurde er wieder ein bisschen unruhig. Der etwa bei 150 Meter gebremst. Also, entweder ich bin noch weit vom Limit entfernt oder das Auto fährt sich echt super angenehm. Außer ein bisschen beim Anbremsen, gerade bei schnelleren Kurven, habe ich das Gefühl, wenn du in die Kurve reinbremst, dann wird der ein bisschen biestig. Aber es läuft mittlerweile. Also es läuft deutlich besser als in der ersten Runde. Ich musste eine 47,9 fahren, oder? Also brauchen wir mindestens noch 1,5 Sekunden, würde ich sagen. Oh, das wird besser sein, ja. Guter Exit. Und hier können wir auf jeden Fall nach 150 Meter bremsen. 0,4 Sekunden im Delta schon, krass. Okay, deutlich später gebremst, aber so einen riesen Vorteil habe ich da jetzt nicht rausgezogen. Zwar den Gang ein bisschen länger gezogen, scheint aber, glaube ich, auch nicht so geholfen zu haben. Wieder mal kurz nach 150 Meter bremsen. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller. Sehr gut. Etwas mehr als eine Sekunde rausgeholt. Deutlich später gebremst. Sieht gut aus. Ja, nice. Da haben wir 1,3 in der zweiten Runde direkt rausgeholt. Also, Schwierigkeitsgrad könnt ihr wie immer gerne auch mal selbst für euch in die Kommentare schreiben, wie ihr es empfandet. Tatsächlich eher so Richtung 2 von 10, 3 von 10. Wobei, ich habe die Zielzeit jetzt schon nach 2 Runden erreicht. Wenn das keine 1 von 10 ist, was ist es dann? Ja, und es funktioniert alles. Sehr gut.
Also auch der Shortshift, nicht Shortshift, der Downshift, den ersten, der hat was gebracht. Dreizehntel, Vierzehntel. Na, ja, Dreizehntel eher. Schön. Hui. Sehr gut. Also das arme Auto wird hier aber auch gerade mächtig geprügelt. Heiliges Kanonenrohr. Ich glaube, in der vorletzten Kurve können wir noch eine Menge Zeit rausholen. Etwas mehr als 3/10 sind da definitiv drin. Nein! Oh, ich dachte, ich wäre beim zweiten beim Runterschalten. Ja, okay, in der letzten Kurve habe ich nochmal eine halbe Sekunde liegen lassen. Komm, das kriegen wir nochmal hin. Huh? Okay, da bin ich saumäßig langsam gerade. Okay. Track Limits sind wild dort. Ich habe ein bisschen früher hochgeschaltet. Macht, glaube ich, keinen entscheidenden Unterschied. Schade. Meh. Aber da geht doch was. Ich glaube, so eine 47,3 oder so ist drin. Das sage ich nicht nur, weil ich da die 73 dann wiederfinde. Schade. Mann! Okay, wenn das... Ich glaube, wenn ich alles hinbekomme, kriege ich so eine 47,0 hin. Da habe ich ein bisschen Blut geleckt. Wir holen uns gleich den Mitsubishi und tunen den nochmal ein bisschen. Gucken mal, was mit dem noch so alles machbar ist. Ah. Ja, nicht so gut durch die letzte Kurve gekommen. Okay, da wollte ich zu nah an die 100 Meter ran. Jetzt. Pass mal auf, jetzt schaffen wir eine niedrige 47er. Das wird richtig gut. Exit war nicht gut. Schon in Ordnung. Oh oh. Okay. Keine Zeit verloren, interessant. Keine gute Runde.
Okay, so wirklich viel verbessert habe ich mich jetzt nicht, aber... Oh boy. Okay, wichtig, wenn ich eine gute Runde habe, einfach den vierten durchziehen bis zuletzt. Schade. Den vierten bis zuletzt durchziehen, weil... das hilft. Verlierst du weniger Momentum dann am Ende. Okay, komm schon. Das muss jetzt mal ein bisschen vernünftiger klappen. Also, Dave, streng dich mal an. So, kurz vor 100 Meter. Ab auf die Bremse. Innen schön cutten. Schön raustragen lassen. Schöner Exit. Und das ist ein Vorteil, der sich über die gesamte Gerade erstreckt. Sauber. Ja, die Schaltzeiten sind ultra lang bei der Karre. Auch nicht immer anscheinend. Das war schön. Oh, geht vielleicht sogar ab. Aber man sieht es bei dem Radar so ein bisschen immer wieder, wie die Pfeile sich da mal hin und her bewegen. Wenn ich mal den Schaltzeitpunkt ein bisschen verzögere oder ein bisschen früher schalte. Das war wieder sehr schön. Jetzt aber locker 3/10 oder so wieder vorne. Vielleicht sogar noch mehr. Sehr gut. Sauber. Stark. Das war eine gute Runde. Ja, das könnte sogar fast der 46er sein. Fast. Sehr schön. 47,1. Und der Rundenbeginn war auch wieder ein bisschen besser. Hätte ich den vorher hinbekommen, hätten wir wahrscheinlich sogar mal eine 46er ins Auge fassen können. So sind wir bei 47,1. Innerhalb der besten 2,2% der Bestzeit. Nicht der Spieler. Ja, sieht doch gut aus. Bin ich zufrieden mit, bin ich happy. Kann man machen. Und jetzt, werte Damen und Herren, holen wir uns den Evo. Also. Achso, Moment. Der ist ja nach 2000 gebaut. Das heißt, in der Brand Central sollten wir ihn auch bekommen, oder? Nehmen wir mal. Im Zweifel Neuwagen statt gebrauchtem Auto. Wenn du die Möglichkeit hast und der Preis sich jetzt nicht großartig unterscheidet. 100.000 Euro. Credits. Hm, welcher Farbe nehmen wir den? Nehmen wir den mal in Silber. Und dann gucken wir mal, wie viel der gebraucht gekostet hätte. Abfahrt. So. Na, was sagst du, Schatzi? 92.000 bei 73.000 gelaufenen Kilometern. Heiliges Kanonenrohr. Uiuiui. Gut, aber dass das Spiel einem die Option zumindest lässt, ne? So, ultimative Upgrades. Was haben wir hier alles? 513 Leistungspunkte. Ausgehend von 280 PS am Anfang. Haben wir jetzt schon ungefähr 10 Kilowatt, also etwa 13 PS dazu gewonnen. Cover tune den mal schön voll. Und gucken mal, was wir hier alles machen. Anti-Lag-System. Dave, merkt dir das. Du musst das später in den Einstellungen aktivieren, das Anti-Lag. Sprich mir nach, Dave. Später in den Einstellungen aktivieren. So, ich hoffe, dass ich mich dran erinnern werde. Wir gucken auch gleich beim optischen Tuning mal rein, weil bei JDM-Star ist es ja so ein Ding, das macht man ja gerne. Ein bisschen auch die Optik tunen. Überleg auch, ey, es wäre eigentlich echt cool, irgendwann mal so ein RX-7 oder so zu besitzen und da mal ein bisschen was zu machen. Aber, ja, mal schauen. Erstmal stehen andere Geschichten auf der Agenda. Ich habe letztens auch tatsächlich mal so
meine Traumgarage mir mal so zusammennotiert. So viele JDMs waren leider nicht dabei. Ich bin da halt eher der Dude für Hypercars oder so. Ich finde die halt nochmal eine Ecke geiler. Ist ja aber auch an sich einfach alles Geschmacksfrage, ne? Wenn du halt JDMs geil findest, dann ist es halt so. Und wenn du sagst, yo, ich bin eher der Dude, der, keine Ahnung, SUVs mag, der Trucks mag oder halt eben dann in Richtung Hypercar geht, ja, dann ist es halt so. Gibt ja unterschiedliche Leute, gibt ja Leute, die immer auf das oder auf das Bock haben. Bei mir sind es halt eben die Hypercars, die halt leider mit die teuersten Autos dann auch sind oft. Also, zum Preis von so, keine Ahnung, nehmen wir mal nichts, was jetzt in Millionenhöhe ist, sondern sagen wir mal, du hast wirklich so einen Ferrari Pista oder so. Der kostet eine halbe Mio ungefähr. Ja, für den Preis kriegst du RX-7 mal 7. Den Evo kriegst du, glaube ich, ungefähr 9 bis 10 Mal in einem ganz guten Zustand. Für den Preis kriegst du aber auch zahlreiche andere Autos noch. En masse. Und... da sind nur diese Streben oben weg. Okay, was haben wir hier alles an? Finde ich nicht schön. Ich finde, das ist so eins der Autos, dem steht das enorm gut, dieser Heckspoiler. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Aber ansonsten hast du halt auch eben relativ viele Autos, die du dir zum Preis von einem Hypercar holen könntest. Das ist halt schon einfach eine übertriebene Geschichte. Und jetzt gehen wir mal auf die Strecke mit dem. Jetzt bin ich mal gespannt. Es wird doch mit Sicherheit irgendein Event geben, bei dem man den jetzt vernünftig einsetzen kann, oder? Irgendwas von wegen Turbo oder Japanese Four-Wheel Drive oder. Irgendwas wird es jetzt geben. Komm, enttäusch mich nicht. So, was haben wir hier alles? Turbo haben wir schon alles. American brauchen wir nicht. European auch nicht. Nissan GT-R, falsche JDM-Kategorie. Clubman Plus. 700 LP. In Fuji. Das ist nicht die Art von Rennen, die ich eigentlich wollte. Ja, hier, sowas wie Four-Wheel Drive Challenge. Gibt's bis 600 Punkte, aber ich glaube nicht bis 700, leider. Dann gehen wir mal hier rein. Okay, wir brauchen auch Rennreifen, definitiv. Ui. Das wird spannend. Ja, wir haben über 700 Punkte. 720. Warum machen die Hinterreifen hier jetzt plötzlich so einen riesen Unterschied? Gerade bei einem Auto mit Allrad? Weiß ich nicht. Ja gut, in dem Fall könnte es eventuell sein, weil der Evo tatsächlich... Moment. Machen wir starken Anti-Lag erstmal rein. In dem Fall könnte es ja sein, weil der Evo eventuell beim Anbremsen so stark ausgebrochen ist. So. Jetzt bin ich gespannt. Was geht ab, werte Damen und Herren? Sind wir hier erfolgreich oder nicht? Wir werden es sehen. 5 Runden Fuji. Start aus Starterfeld. Gibt es Fehlstart? Nee. Der fährt sich sensationell. Hey! Lass mich in Ruhe! Da ist er wieder ein bisschen unruhiger geworden.
Kann dieses Gruppe 4 Auto bitte verschwinden? Ganz vor die beiden Nissans, die sich da ein bisschen absetzen. Ah! Schade. Ja, die Nissans sind aber auch auf der Geraden leider schneller gerade. Ja, jetzt ist der Alfa Romeo komplett weg. Also der hat gar keine Chance mehr. Viel Spaß, die Nissans hier zu kriegen. Also im kurvenreicheren Abschnitt sind wir besser als die Nissans. Auf den Geraden habe ich aber leider einen Nachteil. Der sitzt bombenfest auf dem Boden. Das ist der Wahnsinn, wie das Auto hier in die Kurve geht. Und auch aus den Kurven wieder rauskommt. 2,1 Sekunden jetzt. Regnet's? Es wird wahrscheinlich nicht regnen. Ja, aber auf meiner persönlichen Favoritenliste, da waren nicht viele JDMs dabei. Aber so ein paar sind da trotzdem mit drin. Mazda RX-7 und MX-5 allen voran. So ein Honda NSX ist aber auch dabei. Und ein Skyline R33. Ich gebe gerade mein Bestes, hier dran zu bleiben, auch was die Interpretation der Track Limits angeht, falls es hier welche gibt überhaupt. Ich bin gerade ja eine 40-2 gefahren, aber jetzt sind wir fast 4 Zehntel hinter der Bestzeit. Jetzt bin ich so ein paar Hundertstel nochmal schneller als meine PB. Ich fahre hier gerade am absoluten Limit. Also mit der Konstellation würde ich mir gerade so ein 1-Stunden-Rennen wünschen. Vorausgesetzt, sie können nicht viel schneller als ich jetzt. Also wenn die jetzt aber auf Abruf eine Sekunde schneller fahren können, wäre es natürlich Quatsch. Aber wenn das jetzt das repräsentative Tempo von denen und von mir ist, vielleicht irgendwie ein Unterschied beim Thema Spritverbrauch oder Reifenabrieb noch entscheiden werden könnte auf Dauer, das wäre cool.
Problem ist, egal wie nah ich rankomme, auf der Geraden fahren die mir alle wieder weg. Also selbst wenn ich in der letzten Runde nochmal richtig, richtig da dran wäre. Oder vorbei wäre sogar. Dann ziehen die entweder wieder weg oder überholen mich. Oh oh. Der R32 ist vorne vorbei. Hat den Nissan GTR geschluckt. Oh oh. Oh, die fighten. Schade, dass ich da Fehler gemacht habe. Andererseits wäre ich auch nur 7 Zehntel näher dran. Autsch. Oh boy. Jo. Schade. Aber schönes Rennen. Oh, es hat Spaß gemacht. Wie gesagt, solche Rennen in längerem Format, das wäre cool. Wenn es sowas wirklich von sich aus schon in Gran Turismo gäbe. Das würde richtig, richtig Spaß machen. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet so schon viel Spaß bei dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Abo, bis demnächst, haut rein.